Fabio De Masi ist bei uns, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion, die an der einen und anderen Stelle heute schon eine gewisse Rolle gespielt hat. Fangen wir vielleicht mal damit auch an. Der Parteitag hat hier die Fraktion heute, ich sag's mal, in eine relativ kurze Leine gelegt. Was heißt das für Ihre Arbeit? Die Fraktion hat großen Respekt vor den Debatten, die in der Partei geführt werden. Die Partei entscheidet, wohin die Reise geht. Aber die Bundestagsfraktion hat vor allem einen Auftrag, nicht nur gegenüber Parteifunktionären, sondern vor allem gegenüber über 4 Millionen Wählerinnen und Wählern. Und wir versuchen in der Bundestagsfraktion nach besten Kräften diesem Auftrag nachzukommen. Können Sie konkret mal formulieren, was das bedeutet mit diesem Beschluss, der hier auch Teil dieses zentralen Antrags des Parteivorstandes ist, der ja besagt, die Fraktion hat das umzusetzen und das zu machen, was ein Parteitag beispielsweise beschließt. Was heißt das konkret für Sie? Nun, wir versuchen die ganze Zeit, das zu machen, was unsere Parteitage beschließen. Aber nehmen wir mal die Debatte um einen Untersuchungsausschuss zu dem BAMF-Skandal. Da haben wir es für falsch empfunden, von vornherein zu sagen, man schließt einen Untersuchungsausschuss aus, bevor man überhaupt die Fakten auf dem Tisch hat. Wir haben gesagt, wir streben ihn nicht an, weil er ein sehr langwieriges Instrument ist. Ich bin aber davon überzeugt, wir werden die nächsten Tage und Wochen weitere Erkenntnisse auf dem Tisch haben. Und 78% unserer Wählerinnen und Wähler haben sich sehr deutlich dafür ausgesprochen, dass es eine harte Aufklärung geben muss. Im Übrigen auch im Interesse derjenigen, die negative Bescheide bekommen haben, denn wenn das BAMF durch Leiharbeit durchsetzt ist und eben keine rechtsstaatlichen Verfahren mehr garantieren kann, dann sollte das auch ein Problem für die Linke sein. Und was passiert, wenn sich beispielsweise eine Weltlage ändert oder eine Situation, die in dem, zu der es möglicherweise gar keinen Parteitagsbeschluss gibt oder einen überholten? Was machen Sie dann? Dann ist es normalerweise gute Übung, dass wir uns mit dem Parteivorstand und mit den Parteivorsitzenden ins Benehmen setzen, die ja hier ein Mandat des Parteitages haben, oder dass man einen Sonderparteitag einberuft. Dieser Parteitag sollte unter anderem ein bisschen Ruhe reinbringen, auch gewisse Gräben überwinden, beispielsweise in der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Ist das Ihrer Meinung nach bislang gelungen? Nun, erstmal ist es gut, wenn die Parteivorsitzenden hier angekündigt haben, sie wollten in Zukunft gut mit der Fraktionsführung zusammenarbeiten. Schauen wir mal, das wäre bitter notwendig, denn eine Partei, die sich nur noch mit sich selbst und nicht mit steigenden Mieten, dem Pflegenotstand, Armutsrenten oder der schlechten Lohnentwicklung beschäftigt, die wird natürlich nicht mehr gewählt. Die Leute wollen, dass wir uns mit ihnen beschäftigen. Es ist aber meines Erachtens hier auch einiges an Falschmeldungen im Vorfeld abgesetzt worden, auch aus der Partei. Man hat einen Leitantrag, in dem offene Grenzen steht. Das ist ein guter Kompromiss. Das haben auch Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaine und andere immer wieder betont, weil niemand das Asylrecht in Frage stellt. Aber die Frage der Arbeitsmigration aus Drittstaaten, die ist dort überhaupt nicht angesprochen. Und wenn man eben meint, damit offene Grenzen für alle, dann soll man das nicht über die Spiegel oder die Bildzeitung verkünden, sondern soll man es reinschreiben. Denn immer noch ist es so, dass das gedruckte Wort gilt und nicht die Fantasie der Parteivorsitzenden. Genauso gut hätte Sarah Wagenknecht, genauso gut hätten Sie einen Änderungsantrag stellen können zu diesem Leitantrag, in dem Sie gesagt hätten sagen können, wir hätten genau den Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, möglicherweise auch noch weiter ausgeführt, hätten Sie versuchen können einzubringen. Warum haben Sie nicht? Also erstens war das bei der Formulierung offene Grenzen nicht notwendig, denn niemand bestreitet, dass wir das Asylrecht verteidigen wollen. Zweitens habe ich Änderungsanträge gestellt, nämlich 3 zum Komplex Flüchtlingskrise. Erstens ein Fluchtsoli auch der Vermögenden, der Quants und Klattens. Zweitens tariflicher Schutz, das heißt gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Zuwanderer dürfen nicht als billige Arbeitskräfte missbraucht werden und gegen die Bevölkerung, die bereits hier lebt, ausgespielt werden. Und drittens haben wir beantragt mehr Hilfe vor Ort, denn es sind 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht und die kommen ja nicht her wegen dem schönen Wetter, denen helfen wir doch überhaupt nicht, wenn wir ihnen sagen, ihr müsst alle zu uns kommen. Und da gab es eine Akzentverschiebung, der Parteivorstand hat diese Anträge übernommen. Aber das, was Sie gerade selber angesprochen haben, was Sie jetzt eben nicht aufgelistet haben, nämlich das Thema Arbeitsmigration, insbesondere die Aspekte qualitative, quantitative, also wie viele sollen kommen können und wer soll kommen können, den haben Sie hier, das ist ja nicht drin. Wir haben ein umfangreiches Angebot dazu vorgelegt. Ich habe mich mit Mitgliedern aus verschiedenen Parteispektren haben wir dazu ein Papier vorgelegt.
Und das löst man natürlich nicht über Anträge, sondern muss seriös diskutieren in der Partei. Mein Eindruck ist, dass auf dem Parteitag eben Machtfragen eine große Rolle spielen, dort auch Gefühle manchmal instrumentalisiert werden und wir zu wenig seriöse Debatten in der Substanz haben. Und darum werden wir uns die nächsten 2 Jahre kümmern müssen. Und das heißt, es bleibt spannend in der Linken, wenn ich diesen Worten folge. Vielen Dank, Fabio De Masi, für dieses Gespräch.